Jausen, heute geht es um einen neuen Sticker bei Instagram Stories, den sogenannten Du bist dran Sticker. Mit diesem Sticker kannst du neue Leute erreichen, du kannst coole Challenges ins Leben rufen. Wenn dich das interessiert, lass einen Daumen nach oben da, guck das Video bis zum Ende und komm rein in die Dan Gang bei Patreon. Link dazu unten in der Beschreibung, dort bekommst du alle Informationen, bevor es die anderen und andererinnen bekommen. Passt das so, Jesse? Awesome! Awesome! Du stellst Fragen und ich beantworte sie. In der Frag den Dan Show. Vor einem guten Monat haben Jesse und ich schon bei mir auf Instagram einen neuen Sticker veröffentlicht. Dieser wurde gerade in Indien getestet und ist der sogenannte Du bist dran Sticker. Heute wurde dieser Sticker für mich ausgerollt und ich will dir zeigen, was da so geht. Diesen Sticker findest du ganz normal bei dir im Story-Modus. Um den Sticker zu verwenden, musst du erstmal zu dir in den Story-Modus gehen. Dann machst du einfach ein Foto oder ein Video. Ich drück mal hier ab. Bumm, habe ein Foto gemacht und jetzt habe ich die Möglichkeit, oben auf die Sticker zu gehen und kann dann den Du bist dran Sticker auswählen. Es gibt ein paar vorgefertigte Sachen, die du da reinschreiben kannst, falls du keine Ahnung hast, wie du den Sticker verwenden sollst. Dann kannst du einfach mal hier unten auf diese Würfel drücken. Du kennst diese Würfel auch aus diesem Kreationsmodus in den Stories und dann schreibt er da was rein, was Instagram so denkt, was ganz cool wäre. Aktuelles Foto, aktueller Status, Throwbacks etc. Oder du tippst ganz einfach selbst deinen Text hier rein, um halt eben deine, ja, du bist dran Challenge aufzumachen. Ich schreibe hier einfach mal Test rein und drücke dann auf Fertig. Jetzt kann ich diesen Sticker natürlich auch noch anpassen in der Größe und kann ihn dorthin ziehen, wo er sein soll. Und wenn ich jetzt einfach auf deine Stories unten drücke, also das Teil veröffentliche, dann ist der Sticker drin. Und ich zeige dir jetzt mal, wie das Ganze aussieht, wenn man so einen Sticker verwendet. Hier siehst du eine Story, in der ich den Sticker verwendet habe. Ich habe geschrieben, gib mal einen Daumen hoch, beziehungsweise ich habe geschrieben, gib mal Daumen hoch und habe dann diesen Sticker eingefügt auf ein Bild, wo ich den Daumen nach oben gegeben habe. Und wenn jetzt jemand diesen Sticker sieht, kann die Person einfach auf Du bist dran klicken und sieht dann den Sticker bei sich in der Story, kann ihn auch hier wieder verziehen, diesen Sticker, ja, kann ihn auch größer machen, kann ihn kleiner machen und dementsprechend an dieser Challenge mitmachen. Ich x das mal weg. Jetzt sind wir wieder drin bei mir in der Story und wenn ich jetzt mal nach oben ziehe, in meine Statistiken reingehe, sehe ich oben die Antworten, also alle Stories, die mit diesem Sticker gemacht wurden. Oder ich drücke einfach auf den Sticker direkt drauf und sehe auch hier die Personen, die da gerade mitgemacht haben und kann dann auch selbst nochmal mitmachen, wenn ich wollte. Hier habe ich auch die Möglichkeit, auf die drei Punkte oben zu drücken und kann auch noch einstellen, ob ich Benachrichtigungen zu den Antworten deaktivieren möchte und ob mein Benutzername damit dabei steht bei gestartet von. Du siehst ja hier unter dem Gib mal Daumen hoch, dass da steht gestartet von einfach Dan. Und wenn du keinen Bock drauf hast, dass jeder weiß, dass diese Challenge von dir kommt, kannst du das hier verbergen. Aber wenn du willst, dass die Leute deinen Namen lesen und auch wissen, wer der Verfasser, wer die Verfasserin dieser Challenge ist, dieser Du bist dran Challenge, dann lässt du das natürlich drin. Und jetzt kann ich zum Beispiel mal auf eine dieser Stories drücken. Ich sehe jetzt nacheinander alle Stories, die mit diesem Sticker zu meiner Challenge gemacht wurden. Für was ist jetzt aber dieser Sticker gut? Naja, du kannst damit Leute dazu aufrufen, bei einem gewissen Thema mitzumachen. Du kannst es auch für einen guten Zweck nutzen und sagen, hey, zeig dich dabei, wie du vielleicht Müll vor deiner Haustür aufsammelst. Du kannst deinen Namen damit verbreiten, coole Challenges ins Leben rufen. Denk aber auch immer dran, dass du das Ganze zielgruppengerecht machst, also nicht irgendwie was aufforderst oder forderst von den Leuten, was sie nicht machen können, wie zum Beispiel, zeige mal den Gipfel des Mount Everest, oder? Dann werden wahrscheinlich, außer du hast lauter Wander- und Bergfreunde bei dir, die alle schon da oben waren, Fotos von diesem Gipfel bekommen. Also mach's einfach für die Leute mitzumachen und dadurch kannst du bei den Leuten auf dem Schirm sein. Denk auch dran, wenn deren Follower dann da drauf drücken und vielleicht deine Fotos sehen, bei denen in der Story oder halt in dieser Story passend zu dieser Challenge oder zu diesem Du bist dran Sticker, sehen sie vielleicht auch wiederum dein Profil und können neue Follower werden. So bekommst du also Reichweite und kannst dich und dein Profil woanders platzieren und damit vielleicht Follower gewinnen. Probier es doch einfach mal aus, mach eine Challenge und bis dahin komm rein in die Dan Gang bei Patreon. Dort bekommst du nämlich immer diese Tipps und Tricks zuerst und für alle Personen, die reinkommen in die Dan Gang, machen wir auch immer noch eine halbe Stunde Face-to-Face-Call, wo du deine Fragen direkt an mich stellen kannst. Ich freue mich tierisch drauf, lass einen Daumen nach oben da, abonniere den Kanal, das nächste Video kommt nächsten Sonntag, ich bin raus und Jesse hat das letzte Wort. Macht's gut. Ach so, ich muss ja ruhig sein, ne? Nachdem du was gesagt hast. Entschuldigung. Hast du super gemacht, Dan, danke.